Hi Leute, willkommen zu einem neuen Video auf diesem Kanal. Ich bin hier gerade aus dem Weg nach draußen wieder, aber ich weiß nicht. Ah, hierher bin ich gekommen. Und wir waren jetzt, haben relativ erfolgreich Lapis Lazuli gesammelt, Eisen, Redstone, unterschiedliche Sachen. Ich zeige euch gleich das Inventar, wenn ich oben bin. Aber ich wollte die Sachen jetzt erstmal sichern, sonst hätte ich noch mehr gesammelt. Aber mein Inventar ist auch fast voll. Und ihr seht schon, mein Haus sieht schon mächtig aus mittlerweile. Also schon ziemlich groß, aber das will ich auf jeden Fall noch. Also ein bisschen Designs und sowas, ne? So Verzierungen und sowas. Okay, also Moment, ich gehe kurz zu den Kisten und dann könnt ihr das Inventar auch schon sehen. So, nein, wir hatten das hier unten. Ja, also wir haben relativ viel Lava, weil ich würde gerne, ohne eine Diamantenaxt zu basteln, würde ich das Netherportal backen. Ich würde das Nether-Portal backen. Also. So, dann würde ich gleich mal das braten. Und Iron da drüben. Und hier nochmal Kohle auffüllen. Da können wir auch noch so ein System bauen, dass wir so Ofen, so eine ganze Ofenbarriere haben. So, das kriegt auf jeden Fall einen eigenen Slot. Eisen bekommt auf jeden Fall auch mehrere Slots. Lapis Lazuli und Redstone bekommen übertrieben viele Slots. Also das können wir ein bisschen hier rüber bewegen. So, das... Ja. Weil das ist immer so... Von dem Stuff bekommen wir mal richtig viel. Und das kommt hier rein. Waffen waren, glaube ich, hier. Das heißt, hier kommen die Pfeile rein. Das... Nein, da, hier. Hier kommt das rein. Genauso viel Glas... Cobblestone kommt hier rein. Ein Stack behalten wir. Aber ja, dann würde ich auf jeden Fall jetzt das Portal bauen. Ich denke mal hier tatsächlich da drüben, damit das nicht so laut ist. Was ist das? Ah, hallo. Wo sind deine Lamas? Zeig mal, was hast du? Ja, Emeralds habe ich noch nicht. Brown Dye. Sea Pickle. Bringt einem das was? Ich weiß es nicht genau. So, dann würde ich jetzt einfach hier irgendwo... Ja, eigentlich wurscht. So, dann würde ich einfach sozusagen die Form machen. Ah, da sind die Lamas. Was macht der da? Warum sieht das Gesicht so komisch aus? Ah, was ist denn mit dem Gesicht los? Hä? So, also erstmal hier unten natürlich. So, dann brauchen wir jetzt Wasser. So, das brauchen wir auch noch. So, ersten Obsidian haben wir schon mal. Können wir jetzt hier schon das wegmachen. Und die Lava. Boom. Gut, perfekt. Dann haben wir das schon. Dann müssen wir hier noch die Form machen. Ich kann mir vorstellen, dass das Huhn da jetzt fast wahrscheinlich reingesprungen wäre oder sowas. Die haben die voll gut gemacht, so wie Hühner in echt sind. Dass die auch in Minecraft so sind. Halt einfach nicht so intelligent. Wobei es gibt bestimmt Hühner, die auch intelligenter sind. So. Ich würde mal kurz das ganze Inventar voll machen. So, perfekt. Mehr haben wir dann auch nicht als das. Dann können wir nochmal nach unten gehen. So, dann würde ich hier eine Etage höher gehen. Sehr schön. Und einfach für die Fairness fangen wir symmetrisch an direkt. So. Und dann haben wir noch... Okay, das wird nicht symmetrisch. Ich weiß nicht, ob ich jetzt nochmal runtergehe und das einfach fertig mache, das Portal sozusagen. Weil, wenn ich es fertig habe, habe ich es fertig. So, ich muss nur... Wow! Warum war das da oben gerade nicht Nacht? Hä? Guck mal, als ich hier gerade oben war, war das nicht Nacht. Ich bin mir zu 100% sicher. Ich wusste ja, dass die Sonne untergeht. Ich habe das ja gesehen im Augenwinkel. Aber ich schwöre, das war keine Nacht. Muss nochmal gucken wegen der Zeit, weil ich ja gleich los muss. Ja, ich freue mich schon, wenn ich dann die ganzen Folgen hochladen kann. Ich habe schon 8 fertig geschnitten und so.
Also denke ich, ich muss nochmal gucken, wie eine Lautstärke und sowas. Den ganzen Stuff. So, ich würde jetzt... Doch, ja, ich glaube, ich gehe nochmal runter einfach. Und hole das kurz. Aber erstmal schlafen gehen. Ich weiß nur nicht, ich mache einfach alle Eimer voll. Ich weiß aber nicht, wie viel Lava ich noch brauche. Ich meine, es sind ja immerhin sechs Eimer. Eigentlich kann ich auch das Wasser einfach wegmachen, dann kann ich 7 mitnehmen. So. Dann gehe ich jetzt nochmal kurz und mache das Netherportal fertig. Und dann machen wir uns noch ein Feuerzeug. Ja, komm. Ah, ich dachte, ich kann ihn noch töten schnell. Bisschen Level. Guck mal, ich habe fast 30 Level. Das heißt, auf jeden Fall, wenn ich dann einen Verzauberungstisch mache, das würde ich dann, glaube ich, als nächsten Schritt einfach machen, nachdem ich das Nether-Portal gemacht habe. Ach, dumm. Hätte ich das Wasser mitgenommen, könnte ich jetzt hier einfach runter. Naja, auf jeden Fall würde ich dann als nächsten Schritt tatsächlich halt einfach einen Zaubertisch machen, weil ich müsste ja alles haben. Ich habe Zuckerrohr für... Hä? Bin ich voll komplett dumm. So. Und das, ja, Diamanten habe ich, ein Buch. Ah nee, ich muss doch eine Diamantspitzhacke machen. Glaube ich. Ich muss das ja doch abbauen. Ich brauche ja Obsidian für den Tisch. Und anders kriegt man ja Obsidian, glaube ich, auch nicht. Außer in so Wüstentempeln, glaube ich. Das ist das Einzige, wo man das jetzt bekommen würde. Aber da ist es dann weniger aufwendig, einen Diamantspitzhacke. Außer wir machen nochmal, ich mache nochmal eine Reisefolge. Dann ist es ja nicht aufwendiger, weil wir dann eh unterwegs sind. Ich mache das mal kurz so. Dann kann man hier direkt runter. So, dann nehme ich jetzt Lava. Sehr cool. Und dann haben wir jetzt auch den direkten Weg nach unten. Ich dachte gerade, da wäre ein Enderman schon wieder. So, 13 Minuten. Ja, okay, das passt alles, weil ich muss mich auch noch umziehen und sowas. Wenn ich dann gleich Fahrradfahren gehe. Bium, 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 bium. Heute Fahrradfahren, so, ich muss überlegen, so, warte mal. 36 Kilometer für heute, glaube ich. Mal abchecken. Ich habe jetzt, wir hatten ja so eine Challenge gemacht. Und, ach so, falsche Seite, jetzt bin ich hergegangen. Dumm. Und ja, habe halt zwischendurch eine Pause gemacht. Bin jetzt schon wieder Fahrrad gefahren, aber halt nicht viel. Nur so insgesamt, ja, weiß nicht, so 10, 12 Kilometer ist ja nicht viel. So, jetzt muss ich kurz das Wasser holen. Ich vertraue dem Huhn nicht, deswegen baue ich ein bisschen höher. Ich weiß nicht, ob das Schwein von meiner Seite hier rüber ist oder so. Ich weiß nicht, es könnte schon der letzte sein, oder? Ich weiß nicht, wie viel das hat. Wie hoch man das bauen muss. Oder war das so, dass man das individuell bauen kann mittlerweile? War das so? Weiß ich nicht genau. Hä, woher kommt der jetzt? Woher kommen die Zombies immer? Jetzt habe ich den Zombie gelöscht. Ah, perfekt. Okay, dann würde ich jetzt mal kurz abchecken. Ich glaube, es reicht schon aus. So. Es gab mal eine Zeit, da konnte man sich so eine Cobblestone-Farm doch her... Nee, eine Obsidian-Farm, aber das haben die dann irgendwie weggemacht. Da hast du Lava und Wasser aufeinander zugehen lassen und in der Mitte Redstone. Und das hatten die ja irgendwann entfernt. Ich fand das voll cool. Hast du einfach so eine Obsidian-Farm gehabt. Ich glaube, mittlerweile kannst du keine Obsidian-Farm mehr haben, oder?
Muss ich mal den Fakt abchecken, wie das ist. So. Nein, das ist sogar eins höher, ne? Lava einmal einfach hier unten. Würde ich jetzt so machen. Gut, und dann das letzte. Und dann muss ich noch kurz Flintstone und Dings, also damit ich ein Feuerzeug machen kann, dann kann ich das den Nether schon direkt anmachen, aber ich würde die noch nicht betreten. Einfach Vorkehrungen vorher und so. Das würde ich vielleicht in einer kompletten Folge oder so machen. Dass wir dann da am Anfang der Folge reingehen und so. Aber auf jeden Fall haben wir den Nether schon an. Das ist das, was ich, glaube ich, am meisten gemacht habe. Nether direkt. Immer direkt, direkt, direkt. Ich würde einfach beide Seiten jetzt offen lassen, falls man irgendwie wegrennen muss oder so. Und hier würde ich jetzt das glatt mal machen. Ups. Das würde ich jetzt wieder so machen. Dann könnte man hier eine Fackel hinpacken. Okay. Gut, dann holen wir kurz die Sachen, um das Nether-Portal anzumachen. Und dann gehen wir vielleicht nächste Folge oder so schon rein. Die Folge nehme ich dann wahrscheinlich morgen auf. Was ihr auch wieder nicht den Unterschied merken werdet, aber trotzdem kann ich ja sagen, wann ich die Sachen immer so aufnehme. Okay, wir brauchen jetzt noch Flintstone. Ja, war das. So, muss ich mal gucken, wie die Anordnung war. Mach's immer falsch rum? Nein, diesmal mache ich es richtig rum. So, dann würde ich jetzt kurz mal die Eimer wegpacken. Naja, das könnte man auch zur Rüstung packen eigentlich, oder? So. Ja, also auf jeden Fall Lore und sowas brauchen wir ja dann, ne? Wir haben ja schon einen Braustand, haben wir ja schon. Das heißt, aber da bräuchten wir noch Lohnrouten, um den anbetreiben zu können. Okay. Und... Bum, 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 bam. Sehr nice. Wir haben auf jeden Fall ein Nether. Was wir machen könnten, wir könnten einmal reingehen und wieder raus. Dann haben wir das Achievement. Komm, wir machen das mal. Einmal rein und raus. Und dann gucken. Wir haben jetzt auch nichts Wichtiges im Inventar. Na, seht ihr. Boah, wie wenig Chunks habe ich geladen. Man sieht ja kaum was. Ich wollte mir eigentlich auch mal das Ding machen, dass ich... das, wo man auf C drückt und dann so weit zoomen kann. Das wollte ich mir eigentlich machen. So. Sehr nice. Haben wir jetzt schon das Nether-Portal. Das sollte nicht allzu laut sein, weil es da drüben ist. Also beziehungsweise man sollte es nicht hören. Gar nicht. Und dann können wir jetzt die Sachen wegtun. Wo ist denn... Hä? Wo sind denn die Seeds und so? Naja, packe ich das mal weg. Ach, da. Habe ich so gewundert. Wo sind denn jetzt auch mal die Seeds hin? So, dann können wir das hier hinpacken. Den Lava-Eimer habe ich gar nicht weggepackt. Ach so, weil wir noch einen mehr übrig hatten. Ah. So. Die Rüstung ist auch schon ziemlich gut dabei. Und dann würde ich vielleicht noch ein bisschen am Haus jetzt bauen. Seht ihr, hier ist der Braustand. Ja, das Dach. Ich weiß halt nicht, wie ich das Dach machen will. Ob ich das jetzt auch nochmal aus Holz mache? Wir können ja mal abchecken, wie das ausschaut. Nochmal von vorne. Ich würde jetzt kurz mal auch hier das hier abholzen einmal. Dass ich auf jeden Fall genug habe für die Bücher und sowas. Dass ich Bücher verzaubern kann. Und Bücher, also die für den Zaubertisch das bauen kann. Braucht man ja relativ viel. Also Leder ja auch, ne? Leder braucht man da ziemlich viel. So, wenn ich das jetzt einmal abholze, sollte das eigentlich schon reichen. Boah, wie weit habe ich das gesetzt? Was? Ich wusste nicht, dass ich das so weit gesetzt habe. Ach so. Ups. Das hilft ja auch nicht, wenn ich das aus dem Chunk raussetze, weil dann wächst das ja nicht. Das hilft ja nicht. So, okay. Ja, komm, die sammeln wir jetzt auch so ein, wenn wir sie sehen.
Da machen wir nicht mehr aus dem Augen, aus dem Sinn Move, sondern sammeln wir das einfach ein. Hier, das können wir auch noch einsammeln. So, da war es ja auch noch was. So, das sollte aber jetzt reichen. Hier ist noch was. Okay. Ja, komm, fast 3 Stacks von einmal langlaufen. Krass. Ja, da haben wir auf jeden Fall genug. Ja, ich würde die Felder auf jeden Fall noch größer machen, dass wir so Potatoes oder so noch anpflanzen. Da würde ich dann das, so ein Feld so richtig mit Wasser. Jetzt haben wir auch Eimer. Das heißt, wir können auf jeden Fall Wasser da auch hinsetzen. Das können wir ja auch machen. Und dann mal schauen, dass ich vor der nächsten Folge... ...wieder da. Das passiert irgendwie ab und an. Naja, dass ich dann vor der nächsten Folge mal gucke, dass... wie ich das Haus... Dach, also das Dach bauen möchte. Das kann ich auf jeden Fall vor der nächsten Folge mal abchecken. Ja, okay. So ist es halb gleich. Ich muss nur aufpassen, dass ich rechtzeitig losgehe und so. Aber ich habe auf jeden Fall einen Zeitpuffer. Und es ist auch nicht schlimm, wenn ich später da bin. Aber ich muss ja auch es nicht rauszögern. Das nehme ich mit. Dann baue ich mir kurz nochmal ein muted Stück hier jetzt. So. Ich weiß noch nicht, wie groß ich das haben will, aber ich nehme erstmal 2 mit. So, das können wir hier hinpacken. 2 Eimer, dann kann ich mir eine Quelle da machen, dann brauche ich nicht immer zum Wasser hinlaufen. Ich würde das Feld eigentlich direkt auch hier hinpacken. Das kann man ja auch nice aussehen lassen, einfach vielleicht hier. Würde ich das einfach hier alles weghauen. Sieht doch eigentlich ganz nice aus, wenn man hier so ein Feld hat. Kann man ja noch ein bisschen der Natur überlassen, wegen der Form und sowas. Ich könnte auch einfach den Wassereimer nehmen und das alles wegspülen, theoretisch. Aber jetzt bin ich ja schon fast durch. Weil ich weiß halt, wie gesagt, noch nicht, wie groß ich das will. Am Anfang, also man kann es ja immer noch größer machen, aber am Anfang vielleicht noch nicht ganz so groß. So. Das Wichtige ist jetzt auf jeden Fall, dass ich hier in der Mitte das mache, dass da Wasser ist. Das mache ich jetzt. Gut. Dann würde ich würde hier immer ein Stück weg gehen, einfach damit man hier runterspringen kann, ohne das kaputt zu machen. Dann würde ich jetzt, ja, dann könnte man hier Wasser hinpacken direkt. Achso, hier ist ja auch eine Wasserquelle. Dann hätte ich mir jetzt gar nicht beide Wassereimer mitnehmen müssen eigentlich, ne? Und hier kann man immer wieder Wasser hinmachen, wenn man das möchte. Das brauche ich jetzt gerade mal nicht. Boom. Sehr gut. Hier einfach, dass ich... Ich musste eigentlich das Wasser zuerst hinmachen. Das ist dumm von mir, was ich gerade mache. So, dann hier nochmal Wasser. Ich wollte die Schaufel nehmen und nehme die, das Ding. Nimmt ihr das weg? Ja, der nimmt das weg. Dann müsste ich mal was machen. So, das. Das sollte ausreichen. Wenn es, glaube ich, 3 sind, dann ist es auch schon eine Quelle. Wenn ich mich nicht irre. Hier in der Mitte immer wegnehmen? Ja. Okay. Dann kann ich das hier machen. So. Ja, dann mache ich das halt erstmal. Ich will das irgendwie ästhetisch oder so machen. Dass es halt hier schon reinpasst. Hier können wir dann eine 4er-Quelle tatsächlich machen. Ich gehe kurz mal zu der. Dass wir mal wieder eine Quelle haben. Dann können wir hier uns das Wasser wegnehmen. So. Noch einmal. Und dann können wir in der nächsten Folge können wir dann auch das Feld schon bepflanzen, weil es sind jetzt tatsächlich schon wieder 20 Minuten fast um. Ich würde jetzt das Feld hier noch grob fertig machen, aber auch nicht mehr allzu lange. Ich baue das mal hier kurz nochmal. So.
grobe Form und dann können wir in der nächsten Folge die komplette Form machen. Und ja, ich würde jetzt hier noch aber die Wasserstellen kurz hinsetzen. Hier kann man direkt eine Wasserstelle machen. Das kann man hier so ein kleines Wässerchen auch hinsetzen. Und dann sieht das ja auch ganz cool aus. So. Aber ja, wenn euch das Video gefallen hat, gebt mir doch gerne einen Daumen nach oben. Und schaltet jeden Tag hier auf diesem Kanal 18 Uhr ein. Kommt jeden Tag eine Folge. Und ihr würdet mich auf jeden Fall supporten, wenn ihr ein Abo dalassen würdet. Das würde sehr hilfreich sein. Und ja, ansonsten guckt noch in die Playlist rein. Da gibt es die ganzen Videos, die ganze Videos davor von Minecraft. Und ja, also hoffentlich bis morgen, beziehungsweise bis zum nächsten Video. Also, ciao!